Willkommen zurück zu ARK Survival Evolved, von meiner Seite wie eh und jeder Daniel. Jo, hallöchen, und hier ist der Kamo. Komm mal her, Moment, der hängt nicht richtig fest. Der wird mich sonst schon voll schnabulieren. So, du kümmerst dich jetzt darum, dass er bewusstlos wird. Nein, nicht von dort, genau hier. Bist du sicher? Ja. Ich schieße jetzt einmal, was ist, wenn er losrennt? Wo renne ich dann hin? Da runter ins Wasser. Wasser ist gut. Jeder in eine andere Richtung. Der dreht sich. Ja, ich seh's. In den Po? Ja, schieß ihn in den Arsch. Währenddessen suche ich meine Gegenstände von vorhin, okay? Ja. Lebe, Daniel, lebe! Ich bin nämlich einmal gestorben, was ziemlich schade ist, weil ich hatte vieles. Ich habe aber kein rohes Fleisch bei mir, nur gebratenes. Kann ich ihn auch zur Not geben, ne? Ja, klar. Frisst er, glaube ich, sogar lieber. So, wo bin ich gestorben? Sag denn die Map. Ah, da hinten bin ich verreckt, okay. Oder? Ey, er bewegt sich nicht mehr, ich kann ihn auf den Kopf schießen. Sehr okay. Interessant, Leute, ne? Ich hoffe nur, die Steine reichen. Ja, ich kann hier welche mitbringen. Oh, meine... Was? Meine Dings ist kaputt und ich kann sie nicht reparieren. Ja, dann, lauf nicht zu weit weg von ihm, weil wenn er es schafft, ja, sich umzudrehen, dann dreht er dich um. Beziehungsweise dir den Hals. Was brauche ich denn jetzt? Holz, oder? Weiß ich nicht. Ja, ich weiß. Nimm mal hier ein bisschen Holz. Ja, hat gereicht. Nein, ich will meine Leiche wiederfinden. Das ist doch scheiße. Ich hatte einen Eisenspeer. Oh, er dreht sich wieder. Oh. Ich muss ihn wieder am Arsch schießen. Ja, schau ja, dass er nicht wegkommt. Und dann bist du echt am Arsch. Ich höre was laufen außer mich. Oh, kein Parasaurus, das ist halb so wild. Sag mal, wo bin ich denn verreckt? Hier schon mal nicht. Vier Steine bloß noch. Er dreht sich wieder. Kopf. Ha, ich habe meine Leiche gefunden. Ich hab keine Steine mehr. Einen nur noch. Okay, ich komme gleich. Nein, Moment. Ich habe aber noch einen Pfeil. Nein, nicht den Pfeil. Nicht den Pfeil. Doch, ich habe noch einen Pfeil. Nicht den Pfeil, Daniel. Keine Pfeile verwenden. Jetzt habe ich keine Pfeile mehr. Nein, sag mal. Jetzt brauche ich Steine. Hörst du mich? Ja, ich höre dich. Gut, keine Pfeile verwenden. Ja, ich habe ja nur zwei Pfeile gehabt. Aber damit sein Leben nicht so schnell wieder, weißt du schon, regeneriert. Ich bin überladen. Ich komme. Okay. Du kannst ja mal mit der Faust hingehen, zuhauen. Nee, lieber nicht. Dann schnappt er nach mir. Das kenne ich von damals noch, von dem T-Rex. Den wollte ich dann auch boxen auf die Schnauze und dann... Oh. Daniel, der will dich nicht fressen, der spielt nur. Der ist noch klein und jung. Er dreht sich wieder, er zeigt mir seinen Arsch. So, ich bin gleich da. Soll es sich beeilen? Ja, ich bin auf dem Weg, Junge. Ich kann nicht fliegen. Also kann ich schon, wenn ich möchte, aber ich will gerade nicht. Wo ist er denn? Komm hier, siehst du meinen Namen. Komm zu mir. Wo ist dein Name? Siehst du mich? Ah, da. Ja, komm hier auf den Berg, ein bisschen runter. Hierher? Uiuiui, hallo Mr. Kano. Oh, der schaut aber gefährlich aus. Steine? Steine? Warte. Wo sind sie denn? Ja. Die kullern da runter. Die kullern runter. Ah. Okay. Wo ist er? Da. Kano, bitte. Wo ist für uns? Oh. Wieso kann ich denn nicht? Ach ja. Kann sie nicht reparieren? Ah ne, jetzt geht's wieder. Okay. Hau drauf, mein Bester, hau drauf. Er müsste aber jetzt langsam mal, ne? Oh,
Oh, der hält gut was aus. Das ist gut, wenn wir so eine Kampfmaschine haben. Der ist Level 20. Der klatscht uns alle weg. Ich hol mal Steine. Ja, ich hab bloß noch 8. Er ist umgekippt. Nee, er hat mir einen Arsch. Meine Dings ist wieder kaputt. Ja. Ich kann sie aber nochmal reparieren. Meine Steinachse ist auch kaputt. Moment, ich bin gleich da. Meinst du, vielleicht kippt er gar nicht um ohne Tranquil Arrows? Ohne die Pfeile? Weißt du? Vielleicht verliert er nur ganz langsam Leben. Jetzt ist er umgekippt. Der letzte Stein! Jawohl! Füttern! Hast du Fleisch? Ich hab Fleisch. Ja, ich hab, ich geb ihm mal... Warte mal. Ich geb ihm mal noch ein bisschen... anderes Fleisch. Ich weiß nicht mal, welche Farbe er hat, aber er ist männlich. Ach so, du und? Hast ihn ja jetzt genug, Ja. Warte mal, ich geb ihm trotzdem mal... 7 gebratenes. Und achte auch auf die Dilos, weil hier ist ein Dilo. Ein was? Die Spucker. Ach so. So, wir haben gar keine Bären, ne? Ich kümmere mich drum. Ich meine diese zum Betäuben. Ja, ich kümmere mich drum. Okay. Alter, Daniel, ist eine gute Idee, dass wir hier gebaut haben. Ist sogar männlicher. Der wird natürlich Hancock heißen. Und Hancock, der hier wird jetzt auf Quarantäne nicht so schnell sterben. Es sei es kommt ein Gigant oder ich weiß ja nicht mal, wie der aussieht, ne? Ich will mal diesen Indominus Rex sehen, also diesen Super T-Rex. Ja, ja. Ein Super T-Rex? Also, ja, diesen gezüchteten von Jurassic. Ey, und wir haben den gerade mal die Hälfte runtergehauen. Ich hatte 55 Steine, von dir jetzt nochmal 25. Ja, aber die Schleuder macht keinen Schaden, die 60, ist ja darauf. 80 Steine, 2 Pfeile, und wie viele Steine hast du draufgeballert? Ja, locker 50. Aber die Steine, die Schleuder soll ja keinen Schaden machen, die soll ja nur betäuben. Naja, aber hallo, Achtung. Weit über 100 Steine. Hallo, frisst er mal endlich? Ah ja, stimmt. Ich habe es ja um einen Punkt runtergesetzt, ne? Es geht gar nicht voran hier. Daniel, ich habe es ja um einen Punkt runtergesetzt. Ich glaube, das war nicht so gut. Es geht hier gar nicht voran. Vielleicht frisst das nicht. Und doch, der hat doch immer Fleisch gefressen. Ja, vielleicht haben sie es geändert. Ich kann ihn zwar hier nochmal Gammelfleisch oben reinpacken, falls er das lieber mag. Nee. Also ich habe ein paar schwarze Beeren vorbeigebracht. Hallo, frisst du mal, Junge? Kriegst du aufs Maul, Junge? Hey, hast mich gehauen. Nein, ich habe ihn gehauen. Aber ich hab beide eine geklatscht. Ja, so beim Vorbeischwingen. Oh, jetzt frisst er. Und wie viel macht es aus? Ui, naja, wir sind noch länger hier. Weilchen dauert's. Ja, aber so finde ich es besser, als wenn es zu schnell geht, ganz ehrlich. Ja, stimmt Daniel. Schon. Stimmt. Weil sonst hat jeder so ein... kommt auf den Server, hat gleich einen T-Rex oder so. Ja. Und da ich selber entscheiden kann, wann der Server restartet, brauchen wir keine Angst haben, weißt? Können wir hier gleich mal noch ein paar Bäume mitnehmen. Da können wir ein bisschen was bauen, ne? Voll wie Oscar, du. Ich könnte eigentlich mein paar Steine auch noch wieder mitnehmen. Alter, das dauert ja wirklich. Nicht schlecht, Junge. Nicht schlecht. Alles klar, wir lassen uns ein bisschen Zeit. Bauen wir hier so ein zweites Zuhause währenddessen. Weißt du noch, als wir den T-Rex gezähmt haben, da haben wir damals uns ein extra Haus daneben gebaut. Ja, da haben wir, weil wir so lange Weile hatten. Oh ja. Ich bräuchte noch ein Level, Daniel, weil dann kann ich ein Floß bauen. Ich will ein Floß haben. Ja, ja. Obwohl, warte mal, ich hack mal hier die Bäume weg hier, ne? Jo. Bei ihm hier hast so. Du gehört? Ich sammle jetzt für den Dino-Tor. Das heißt, wenn du 100 Holz hast und 40 Steine, gib mir. Steine habe ich 37. Und Holz habe ich... Bitte. Ja, auf jeden Fall habe ich 100 Holz. Dann gib mir all deine Steine und all dein Holz. Ich kann mich nicht wegbewegen. Ich kann mich nicht bewegen. Achso. Ich kann mich nicht bewegen. Es kullert weg. Wo? Da unten.
Links, ja, stopp. Renn ich? Zurück. Ah, hier. Ich kann mich nicht... Oh, ich habe 60 FPS, Junge. Okay, dann muss ich über dir stehen. Ein bisschen. So. Ich tippe eh die ganze Zeit. Ja. Holz kommt. Jetzt. Stein. Nein. Was? Nein. Warte. Es ist direkt neben mir. Hier. Nur ein bisschen. Warte mal. Ich muss doch irgendwas... Warte mal. Hier. Nochmal. Ich mache mal von hier weiter. Von der Position. So. Holz kommt. Es ist so schnell. Okay, ich hab's. Okay, Stein kommt. Okay, ich bin so schwer, wenn jetzt was kommt, ich hab verschissen. Ah, ich bleibe ja hier. So. Übrigens, ich kann auch einen Raptor-Sattel herstellen. Also, falls du Interesse an dem Raptor hast, sag Bescheid. Ja, ja, auf jeden Fall. Das sind ja schöne, schnelle Reittiere. Muss mir nur sagen, wann. Wiegt 25, was kann ich denn noch tragen? Was brauchst du noch? Zu schwer. Ich hätte alles für einen Raptor-Sattel, aber ich bin zu schwer, ich bin überladen. Na, dann mach doch den Raptor-Sattel. Nee, den bin ich noch schwerer. Oder ein nee, den können wir noch nicht, ne? Karmo-Sattel? Der kommt nee, den später. Können wir erst ab 50, glaube ich. Hm. Wir haben doch Helga damals ewig lang neben uns reiten lassen. Ja, stimmt, stimmt. Sie haben wir so ewig mitgenommen immer. Ja, ich habe ein Level up, ich kann ein Floß bauen. So. Wo bist du, Floß? Ich baue ein Floß, ne? Mhm. Yes. Komm halt. So, jetzt bin ich auch schon wieder voll beladen. Okay, da frisst nicht oder was los hier? Wir müssen mal ein bisschen narkotisieren. Ja. Kann ich wegschmeißen. Was bauen wir denn? Oh, das dauert richtig, Junge. Dann, ich muss mal schnell zur Base. Ich setze mal die Dino-Tore ab, ne? Weil ich bin voll bis oben hin. Ja. Oh, Level up. Ich baue mal ein paar Schränke. Ach das, ich schleiche mich dann mal von dannen. Lauf unter Wasser. Blub, blub, blub. Hey, ich habe Nemo gesehen. So, jetzt wollte ich das hier. Hat eigentlich unsere gute Duffy noch genug Fleisch? Habe ich jetzt nicht geguckt. Du guckst ja nie. Immer muss ich gucken. Was ist das? Insektenschutzmittel. Okay. Ach, ich wollte ja mal gucken, wie ich den Mörser herstelle. Wo war der? Ach, hier oben. Zeigt er mir ja nicht hier, das ist ja klar. Oh, jetzt sehe ich das mit den Tischen. Also der zweite Stuhl stimmt ja nicht ganz so, ne? Ja, naja, das ist immer ein bisschen blöd, wenn man so blöd stehen darf, weißt du? Aber schaut gut aus. Sein. Aber solltest du nicht ein Lagerfeuer starten? Ja, Feuer kommt noch vor dem Tisch da in der Mitte, also vor dem Tisch dann. Weißt du? Da kann auch aber schön schaut's aus. Feuerchen hin. Ja, ein Lagerfeuer, was fehlt mir da? 16 Steine. Könnte ich ja auch noch machen. Mörser fehlen mir 65 Steine. Okay, dann machen wir den Mörser als nächstes. Erstmal. Brauche ich Steine. Das, den Raptor, nee, den Raptor, doch den nehme ich. Nein, doch den nehme ich mit. Ich konnte mich nicht entscheiden. Noch? Da kommen wir. Fressen ganz schön viel die Dinos. Oh, das war ich nicht. Hm. Oh, jetzt hat er gerade wieder gefressen. Naja, also es ist doch ganz schön langsam eingestellt, muss ich sagen. Ja, aber damals war es... Du musst dir vorstellen, ja. Damals war es dreimal so langsam wie jetzt. Echt? Ja. Das ist jetzt die dreifache Geschwindigkeit.
Vierfach ist, glaube ich, perfekt. Gestern hatten wir es auch... Nee, Quatsch. Jetzt ist vierfach. Vorhin war es fünffach. Oh, Heilige. Oh, voll der Brocken vorbeigeflogen. Also, ich werde schauen, dass ich uns einen Raptor hole, ne? Zumindest einen erstmal. Der fickt dann alles weg oder so. Keine Ahnung. Raptor, Raptor, Raptor. Raptor, Raptor, Raptor. So. Ich trau mich nicht so ganz. Jetzt könnte ich einen... Wo ist er? Oh, was war das? Ich höre hier gerade was. Ach, was bist du denn? Ach so, das ist hier so ein... Nee, hier so eine Wurst. Wie war das nochmal? Auf Null muss man was legen? Ich glaube, die Himbeeren. Die Mayo-Bären. Ja, das sind die Lilanen. Habe ich die nicht? Ich habe die doch auf Null. Oh, ich sehe nichts. Sau. Aber wie geht das denn jetzt? Ich kann gar nicht E zum Zähmen, aber wenn ich E drücke, passiert nichts. Wenn es Hunger hat oder so. Du musst die Mayo-Bären auf dem Platz 0. Habe ich. Ja, habe ich. So, jetzt bleibe ich bei dem. Du bist kein Raptor. Wo ist dein Kumpel Raptor? Ein Raptor-Freund, ha? Wo ist er? Er kommt aber auch ins Haus rein. Das ist ein Weibchen. Wer, der Kano oder was? Nee, der, die Bockwurst. Ach, ja. Er tust dir nebenbei so ein Mini-Winnie-Zähm oder was? Ja. Aber wie viele Blümchen hier sind. Wunderschön. Alter, wo zum Henker bin ich? Zu weit. Viel zu weit. Oh, Daniel! Hier ist so finster und dunkel und... Alter, prähistorisch. Ja. Oh, ja, hast du gepupst. Der Kleine hier gerade, meine ich. Dauert aber auch nicht eine schöne Weile, wa? Der ist gerade mal Level 2. Ja, Alter, das ist echt anstrengend. Ja gut, so. Der Kano ist Level 20, deswegen dauert das auch so ein bisschen. Ich habe Angst, wenn ich dann, warte mal. Weißt du, was für eine Mod ich schon aufspielen wollte? Dass die Dinos, die wilden Dinos, bis zu Level 100 sind, also sehr gefährlich halt, ne? Und jetzt überlege ich es mir doch anders, lieber nicht. Aha. Um genug schon mit denen zu tun. Tut mir leid. Muss das sein. Ich muss jetzt wieder zu der Kackwurst. Ich will dir nicht nerven, aber was sagt denn deine Zeit? Die ist bei 18 Minuten. Ich stiefel hier durch den Wald und es passiert nichts. Das ist also noch ein bisschen. Such halt, ne? Ja, Kumpel. Nice. Dingens. Hör auf zu grunzen. Bleib da einfach stehen, ich geb dir immer die Bären und das ist gut. Glaube ich, hier sollte ich nicht sein. Du bist kein Raptor. Was bist du? Ha? Fressen die dann aber auch nur diese lilanen Bären oder alle Bären dann? Es ist eine gute Frage, ich weiß es nicht. Wo bin ich denn? Da ist ein Raptor. Nee, bist du ein Raptor? Daniel, das hinter dir, ist das ein Raptor? Hinter mir? Wo? Nee, ein Spucker. Ach scheiße, jetzt kommt der mir auch noch eine Quere. Kannst du den mal töten? Der kommt genau auf meine Wurst zu hier. Nee, der... Das Blöde ist, man muss dem Kacker auch noch hinterher laufen. Ja, ja, deswegen ja. Warst du gerade beim Dings gucken? Nö. Ich hatte denen gerade nochmal 5 Betäubungsbären gegeben, weil das... Alter, ich kann nicht... Bist du überladen? Nee, blind. So, jetzt. Nee, blind. Da oben ist ganz viel Gestrüpp übrigens, ne? Also so richtig, richtig viel. Hast du den geschlachtet da? Ja, ne? Ja, ja.
Und es geht echt schnell runter. Alter, kann der viel kacken hier. Ich gebe ihm eine Beere und lässt immer gleich noch eine Wurst. Ja, ja. Das sieht doch aus wie eine Wurst. Ja, und die Hälfte haben wir schon geschafft. Wow, doch so viel? Mhm. Und das stell dir jetzt vor bei dem Cappuccino, der immer so komisch schreit und sich erschreckt und abhaut. Ist der blöd dabei. Und wieder hat er geschissen. Ich glaube, die Beere geht vorne rein, hinten gleich wieder raus. Und, na, jetzt hat er, das war ich, Entschuldigung. Jetzt hätte ich ihn beinahe beschuldigt, dass er zweimal hintereinander. Bei uns ist im Gehege ein Parasaurus. Den könnte ich zähmen. Der kann nicht weglaufen. Andererseits habe ich keinen Bock, da hinzurennen jetzt. Daniel, du musst schwarze Beeren sammeln. Ja, wenn ich die Wurst hier endlich mal... Scheiß auf die Wurst. Ganz nee, ehrlich. Ich bin jetzt schon fast fertig. Echt? Kannst du nicht mal schnell schwarze Beeren? Warte mal, geh mal in die Kisten bei uns, da sind noch schwarze Beeren. Da habe ich welche reingepackt. Digga, was denkst du, was ich die ganze Zeit mache? Ich sammle die ganze Zeit Bärchen. Ach so. Ich bin Berosopholie, keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich nix Deutsch, ich nur Arbeit, Arbeit. Jetzt lass mal gucken hier. Steine, was kann ich denn loswerden? Ich habe den Scheißsattel, der so kackend schwer ist dabei. Weil ich ja gedacht habe, oh, wir tun uns jetzt was zähmen, aber nein. So, weg damit. Weißt du noch, wie damals derfällig wir Chitine und sowas gesammelt haben? Ja, ja. Oh, hätte und ich dann nachher, und dann nachher mit dem Säbelzahntiger ging das sowas von schnell, ne? Oh ja. Einmal Prärie geritten und alles weggebissen, was einem im Weg kam. Oh ja, du hörst dich gut an. Mag dich. Du, Daniel, ich kann jetzt nicht mehr auf dich aufpassen. Ich muss jetzt weg hier. Du schaust auf den Großen? Ja, ja. Okay. Wie, du hast ja gerade geschaut, also kann ich, ich denke mal, du hast dir noch ein paar Betäubungen reingegeben. Ja, ein bisschen halt. Dass es so dreiviertelmäßig ist. Ja, nenn es, wie du willst. Jetzt hat er aber hier zweimal gekackert. Also dreiviertel ist es nicht. Ne, halb? Wenn, weiß ich nicht, muss gucken. Ja, warte. So, Bären, sagt er. Hm? Geh kurz hin. Ah, ich bin überall... Ah, willst du mich waschen, Junge? Dann werde ich den Sattel halt hier aufbewahren. Zu. Du bist auch kein Raptor. Mensch, ich bin ein scheiß Raptor. So. Ich nehme einfach dich. Komm her! Ist nicht so anspruchsvoll. Ah, oh, gleich geschafft. Ach du Sau. Da, aber jetzt muss das Ding kaputt gehen. Nehmen wir den kleinen hier. Weibchen. Aber ist egal, oder? Ja. Halb auf die Nase. Das ist die Heidi. Mach doch. Na los, Heidi. Eine fall doch um. Ein oder zwei Bären noch. Eine Beere noch, okay. Alter, du hast jetzt aber auch Zeit gelassen, du leck mich am Arsch. Nö, nö. Bleib hier. Und fertig. Die Heidi. So. Die Heidi? Ja. Okay. Wie folgt er mir jetzt? Na, okay. Viel Spaß beim Heimringen. Wie folgt er einen denn? Anpfeifen, ansonsten das Mausrad. Warte, soll ich ihn heimbringen? Ja, ja. Nee. Mach du mal. Nee, 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 okay. Ich bleib dann. Aber ich hab hier selber noch einen Dino. Ach so, der folgt mir ja. Okay. Komm her. Ich hab ihn schon. Hast du ihn? Ich hab ihn. Okay.
Kein Ding, bringst du aber ins Haus, ja? Ja, ja, wenn ich schaffe. Und wir müssen Schnitt machen. Okay, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal, wenn es euch gefallen hat. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Bis dahin, macht's gut, auf Wiedersehen. Hab euch lieb. Jo, ciao.